Bayern München gewinnt die Champions League, KTM holt den Heimsieg und die Formel 1 fährt nicht mehr vor leeren Rängen. Das sind die heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Gestern Abend war es soweit. Das lang ersehnte Champions League-Finale wird zwar vor leeren Rängen, aber mit einer Menge Spannung gespielt. Bayern München gewinnt in Lissabon gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Für das Siegtor sorgt Ex-PSG-Profi Kingsley Coman. Mit diesem Sieg in der Königsklasse holten sich die Deutschen nach der Saison 2013 wieder das erste Triple. Bayern gewinnt damit den 6. Champions-League-Titel und sie stellen einen neuen Rekord auf. Zum ersten Mal konnte eine Mannschaft alle Spiele in einer Champions-League-Saison gewinnen. Auch ÖFB-Legionär David Alaba hat gestern in Lissabon einen weiteren Meilenstein seiner Karriere erreicht. Er holt sich seinen 2. Champions-League-Titel mit Bayern. Der 28-Jährige verzichtet nach dem Spiel übrigens auf ausschweifende Jubelgesten. Er geht stattdessen auf PSG-Superstar Neymar zu, den er nach der Niederlage tröstet. Und er sendet nach dem Bayern-Triple auch noch 2 wichtige Botschaften an seine Fans. Auf seinem doppelseitigen Shirt steht auf der einen Seite "Meine Kraft liegt in Jesus", auf der anderen "Black Lives Still Matter". Auch in Momenten seiner großen Triumphe vergisst David Alaba nicht, ihm wichtige Anliegen in den Vordergrund zu rücken. Wieder ein Premierensieg in der MotoGP und wieder auf KTM. Nach Brad Binder vor 2 Wochen in Brünn war es diesmal der Portugiese Miguel Oliveira, der für das Kundenteam Tech 3 seinen ersten Triumph in der Königsklasse holen konnte. Zugleich war das auch der erste Heimsieg für KTM in der MotoGP. Aber damit nicht genug. Mit Paul Espargaro, Brad Binder und Iker Lecuona konnte das KTM-Team 4 Jahre nach der Präsentation der RC16 unglaubliche 4 Motorräder unter die Top 10 bringen. Und mit diesem Sieg ist auch die 5-jährige Dominanz von Ducati am Red Bull Ring unterbrochen. Das Rennen selbst war, wie schon am letzten Wochenende, stark von einer unfallbedingten Unterbrechung gekennzeichnet. Maverick Vinales sprang wegen einem Bremsdefekt bei über 200 km/h von seiner Yamaha, die danach in Flammen aufging. Vinales blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch musste daraufhin das Rennen unterbrochen werden. Diesmal war der Leidtragende der Suzuki-Pilot Joan Mir, der bis dahin bereits einen komfortablen Vorsprung herausfahren konnte. Nach dem Restart konnte Paul Espargaro rasch die Führung übernehmen und diese über weite Strecken verteidigen. Doch in einer spektakulären Schlussrunde wechselte Platz 1 zwischen Espargaro und Jack Miller auf Ducati, bis in der letzten Kurve Miguel Oliveira den Zweikampf seiner beiden Kontrahenten nutzen konnte und innen an ihnen vorbeifuhr. Miller wurde letztlich 2., Joan Mir hinter Espargaro unglücklicher 4. Und in den letzten Tagen ist es in der Formel 1 zu Unstimmigkeiten gekommen. Die Grand Prix finden derzeit aufgrund der Corona-Pandemie bekanntlich in Form von Geisterrennen statt. Ende September soll sich dies nun ändern und diese Nachricht sorgt offenbar für mächtig Ärger in der Königsklasse des Motorsports. Im russischen Sochi sollen beim Grand Prix Ende September rund 30.000 Zuschauer zugelassen werden. Darüber sind die Rennställe mehrerer Teams nicht erfreut. Sie seien besorgt um die Gesundheit ihrer Crews. Geschäftsführer Alexei Titov versichert jedoch, dass die strikten Corona-Hygienemaßnahmen wie bei allen anderen Rennen bis jetzt auch eingehalten werden sollen. Die Haupttribünen sollen nur zur Hälfte besetzt werden. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag und eine schöne restliche Woche und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.